Böse in den Pyrenäen besiegen. Ich gucke erstmal, ob ich ein neues Schwert freigeschaltet habe. Nein. Wie schaltet man was Neues frei? Also was Dickes möchte ich nicht, keine Ahnung. Sophie hier, die könnte auch ein schneller sein wahrscheinlich. Eine Peitsche, sieht auch ganz cool aus. Ich glaube nicht die Peitsche. Uns Ivy? Ja, die kann das Schwert irgendwie zu so einer Peitsche dödeln. Ich glaube, Ivy, dann nehme ich mal Sophie hier. Iceblade. Yes. Ist das noch das Fireblade? Yes. Was trägt ihr denn für ein beschissenes grünes Kleid? Ich hätte doch mal die Farbe wechseln sollen am Anfang. Scheiße. Hast du googeln? Ich bin versehentlich ausgewichen. Ich wollte eigentlich mal im Kreis gucken, ob da noch was hinter uns war. So. Ich habe ein Schild. Na, wenn ich die geiler blocken kann, weiß ich auch nicht. Die scheint von der Reichweite her so zwischen den beiden, die ich bisher ausprobiert habe, zu sein. Also, wie hieß die nochmal? Taki und Lloyd? Also, mein Reichweite ist eigentlich super gut mit der Peitsche irgendwie. Das habe ich mir gedacht. Okay, mich wurde trotzdem getroffen. Das ist ein bisschen schade. Mich kann ich gar nicht treffen, nicht am Schild. Schau, was hast du gesagt, Schussel? Shut up. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass so eine englischen Synchro-Schussel gesagt wird. Doch, mit Sicherheit. Und das sind zwei coolen. Und da sind zwei große Monster. Drei, würde ich sagen. Ja, also die Kameraeinstellungen sind manchmal für den Arsch und sie dreht auch nicht unbedingt immer sinnvoll mit. Und das tun die nie. Ja, aber das hier ist ja echt eine halbe Katastrophe in dem Spiel. Eine Katastrophe wäre jetzt übertrieben, aber schön ist anders. Oh Gott, ich habe schon so viel mehr Schaden bekommen als du. Sinnlos sie mit mir diesen Run. Wie gesagt, ich habe ein Schild. Du hast ein Schild? Ich habe ein Schild. Oh, du hast... Ah, jetzt verstehe ich das. Jetzt hat die rüber geguckt. Das war's? Ich habe lange kein Fest oder so ein Quatsch gesehen. Hm. Das ist nett hier. Schön grün und Blümelis und Wasserfall und so. Und Felsen. Kann man runterspringen? Nee, kann man nicht. So. So. Also, kannst du die angreifen? Natürlich. Geht doch mit Feuer auf. Musst du auch kriegen. Ja. Nur so kommst du ja durch, um Schaden zu fressen. Alter, ich bin fast tot. Dann lass dich voll auf. Nein, möchte ich nicht. Ach, das ist ein Fässer. Richtig. Vielen Dank. Ich habe die Gegner nicht gesehen. Hast du die gesehen? Ja, aber ich hab zu spät mit Schleudern angefangen. Hat mich auch erwischt. Wer gefällt dir jetzt besser? Mitsurugi oder Ivy? Mitsurugi. Ja? Definitiv, ja. Weil? Ich weiß nicht, ich konnte besser ausweichen beim Angreifen. Vielleicht weil die Reichweite so geringer war und ich habe auch nicht versucht, so weit anzugreifen. Keine Ahnung. Hm. Wahrscheinlich auch Gewöhnungssache vielleicht. Möglich. Ich finde sie ja auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich nehme dann trotzdem lieber Mr. 2 Rapier. Ja, weil er auf das Ziel gewechselt ist, was ich nicht wollte. Vielen Dank. Was war denn das? Hallo? Okay, ich glaube, das war's. Jetzt ist es total. Jule, vielen Dank. Okay, jetzt brauchen wir echt viel Leben. Hätte ich auch versucht. Geht tatsächlich. Oh, du hast Leben bekommen. Hi! Oh shit, im Feuer. Ja, nicht so weit zur Seite latschen, ne? Kriegen die Schaden durchs Feuer mit Sicherheit nicht, ne? Jetzt dreh dich doch nicht plötzlich um und geh auf den, Mann! Dummes Huhn! Okay, dann ich bin wirklich gleich. Ja, dann versteck dich irgendwo. Das war nur direkt vor mir, fuck. Ja, ich komm. Au, 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 ich steuere doch. Oh, es geht weiter. Da ist ein Fass. Komm mit dem Feuer nicht klar. Also, bis ich jetzt irgendwie 80 Mal ins Feuer gerannt bin, hatte ich noch relativ gut Leben. Scheiße, ich habe das Leben nicht eingesammelt. Wieso denn nicht? Doch, ich habe es eingesammelt. Oh, ich bin vorbeigesprungen und dann kamen auf einmal die Monster.
Okay, schnapp dir die anderen Fässer. Mit denen kam ich gerade relativ gut klar. Aus Versehen. Stimmt. Ja. Okay, du kannst hier angreifen. Wunderbar. Oh, wow. Ja, okay, ich schnapp mir gleich die Kanonen. Will ich auch hin, aber ihre Kamera sagt nein. Oder vielleicht noch nicht. Ich mach dir die Kanonen und ich. Ich versuch's. Eine habe ich. Zwei habe ich. Mit drei Gegnern ist es schwierig, weil alle diese Sturmangriff-Kombi machen und dann. Oh, hier ist auch noch ein Jan. Dreh doch nicht auf den, du dummes Huhn. Fuck. Ich darf nicht zur Kanone. Endlich. Ich glaube, das ist gleich GG. Nicht. Ja, echt, haben wir schon gewonnen? Gegen mich zumindest. Das ist nicht GG, wenn wir verlieren, du Nase. So, wir haben keine Kanone mehr vor uns. Doch, das ist GG. Alter, der Angriff hat gesessen. So, guck dir die Vase an, da ist bestimmt was drin. Da ist noch. Ja, da ist noch eine Vase, statt für die andere. Aber da ist drin? Ja. Yes! Wir haben Glück. Da bin ich nicht mit gerechnet. Okay. Ich mach die erste kaputt. Unbedingt. Das ist für dich. Das ist für mich. Ich weiß, wir beide voll. Das ist völlig egal. Ich glaube, jetzt kommt der Boss. Ich wusste es. Ist das ein Drache? Oh shit. Der macht Schaden, der macht echt Schaden. Warum? Aber wir machen ihm auch echt dick Schaden. Guck das mal an. Echt jetzt? Ja. Jetzt C. Da, das war's. Ich finde den Drache ein bisschen unspannend, wenn ich ehrlich bin. Ah, deswegen. Okay. Mal weg. Mach das mal. Ich lasse dich mal. Weil ich nicht angriff. Ich konnte ihn nicht ausweichen. Das ist auch nicht so einfach. Jetzt müssen wir ihn schnell platt machen, weil du hast echt kaum noch was. Du solltest vielleicht wegnehmen. Ich bin schon dabei. So, wenn jetzt keiner mehr kommt, dann. Schwein, ja. Ja, ich wollte dann nicht richtig klar. Ich hab gewonnen. Ich hab doch GG gesagt. Zweimal arg knapp, ne? Ich fand auch, das Level war irgendwie schwieriger. Gegner waren schwerer. Na gut, wahrscheinlich anspruchsvoller meiner Zeit, ne? Das ist meine beste Combo bisher übrigens. So, als nächstes kommt, halte ich fest, ich hätte es auch nicht gedacht. Villa-Sturm. Unbedingt, das ist gut. Sowas. Wer war Party-Crasher? Ja, gut, ich glaube, Ivy hätte mich noch interessiert, so ausprobieren. Wenn du sagst, die schockt nicht, dann bleibe ich jetzt bei Loi. Ich probiere nochmal den hier aus. Das dicke Ding? Das dicke Ding. Ich werde mal einmal alles ausprobieren. Mal versagen wir halt. Sehr gut. Ich will erst auf Gegner warten, oder nicht? Ja, ich mache mir das nur schon mal zum Einsammeln bereit, weißt du? Laufen kann ich nicht. Kann ich die Kerzen aus... Okay, hier vorne geht's weiter, lassen wir weiter laufen. Ich muss die Kerzen ausmachen. Ja, du findest hier auch nur grüne Teile. Und wenn du dich einsammelst, despawnen die, weil deiner gerade despawnt ist. Okay. Hi. Alter, intuitiv richtig gesprungen. Jetzt krieg ich bestimmt welche in die Fresse. Oh, schön, wieder ein Hebel. Oh. Hast du? Ja. Wow. Kannst du die Kisten wegmachen, dann bin ich da schnell durch. Aber gern. Dann warte, bis ich die weg hab. Oh, ich stehe da drauf. Oh, ist das doof. Das ist mir während dem Spiel tatsächlich eine Nicht-Fuchtelsteuerung lieber. Du musst zur Seite schlagen. Da. Das hat wieder funktioniert. Ich wusste es. Okay. Kann man nicht gerade was von oben? Ich hoffe nicht. Einfach weiterlaufen. Die Rüstung, ich wusste es. It's magic. Dreidel! Ich hab irgendwie einen Dreidelsprung gemacht. Achso. Okay, ich sollte nicht so viel ausprobieren mit dem Springen. Oh shit, den hab ich gar nicht gesehen. Fliegt der noch der Helm oder fliegt das ganze Skelett weg? Das ganze Skelett? Ich meine den Kopf nicht. Mhm. Hier sind sie ein bisschen geiziger mit den Sachen. Oh.
Danke. Sammel du mal ein. Da ist nirgendwo irgendwas drin. Ah. Nein, endlich. Ja. Musst du auch nehmen. Auch wieder Gegner. Guten Tag. Hast du schon mal mit Sprungattacken ausprobiert? Ja, bei Matsurishi. Das war so ein. Also, ich habe ihn mit Runterschlagen gemacht. Weil dann hast du so einen schweren Angriff gemacht, irgendwie. Also, ich finde, die Sprungattacke sehen zwar ganz nett aus, aber ich glaube, das bringt mir nicht viel. Also, aufgeladen hat das bei Matsurishi schön Schaden gemacht. Ja, gut, das habe ich aufgeladen noch nie ausprobiert. Ich nehme mal. Gut. Ich springe euch schon gleich, wenn ich um die Ecke laufe. Er trägt übrigens Hosenträger. Oh, ich bin rübergesprungen. Über die Hosenträger? Ich glaube, da ist gerade eine Kugel an uns vorbeigerollt. Oh, jetzt habe ich den richtigen Schlag gehabt, aber jetzt. Ja, das erkennt er. Dann möchte ich das wieder rückgängig machen. Schön, dass man das schon mal raus hat. Einfach auf die Kugel und go. Nee, das ist er auch. Achso, einer von uns muss das machen und dann... Achso, deswegen Koop macht Sinn. Guck mal, Koop Zwang. Würdest du einander nicht hinkriegen, jetzt mach das mal. Danke, und jetzt gucke ich mal, ob hier... Ja, hier ist auch ein Hebel. Ja. Sie? Das sind alles Italiener hier im Spiel. Alter. Du hast doch eben den Tipp gegeben mit seitlich. Ja, bei mir erkennt das im seitlich nicht so richtig, endlich. So, jetzt kannst du auch durch. Vielen Dank, nochmal. Und jetzt mache ich... Lässt mich nicht. Ich versuche nur von der anderen Seite. Möchtest du auch einen Kaffee? Ich geh mal schnell in die Küche. Ich hab diesmal so angegriffen. Es passiert nichts. Edeka noch auf? Nee. Guck dir das an. Ich schlag doch den Hebel genau in die Richtung. Mal zum Sprung. Ja? Hallo? Hi. Na? Geh nochmal zu deinem Ding links hin. Muss ich hier erst nochmal so? Hätte ich vielleicht auch weitergehen müssen? Ich hab's geschafft. Jetzt bin ich wieder eingesperrt, warte. Was soll denn der Scheiß? Ja, weil ich hab was hier ausprobieren wollte. So. Dreile mal zurück. Vielen Dank. Oh, bitte. Du darfst. Doch schon. Diese Hebel sind echt doof. Warte. Schnapp du dir. Und dann spring. Yes. Richtig gesprungen. Oh, wo sind wir denn hier? Kann man da rausgucken? Nein. Da sind auf jeden Fall wieder Rüstungen, die schweben werden. Schade, ich wollte hier rausgucken, das sieht interessant aus. Ich will mich ja gerne umdrehen. Also der Dreilangriff hat den großen Vorteil, du schmeißt Gegner auch richtig hin. Da liegt neben, sammel du erstmal schnell ein, bevor es despawnt. Okay. Was? Heavig. Was ist los? Was machst du da? Ich greife die Wand an. Die mich angreift? Ich glaube, Schlammbombe funktioniert da. Okay, ich glaube, wir können die Wand nicht angreifen. Ich visiere mal was anderes an. Doofe Wand, ey. Die nervt. Wenn das nicht auch anvisieren kann, ist das Problem. Okay, jetzt ist noch die Wand da. Ich lege jetzt mal Angriff aus und gehe jetzt einfach Hammer auf die Wand. Oder auch nicht. Ah ja, ich glaube, es hat mich weggedreidelt. Okay, wenn es Feuer macht, sollten wir vielleicht nicht ran. Oh ja, also immer nur schnell einmal kurz und dann weg, oder wie? Okay. Was ist denn jetzt? Haben wir's? Wir haben's. Okay, liegt hier noch irgendwo was mit Leben? Nein. Dahinter kommen wir auch nicht mehr, ne? Nee. Mist. Schaffen wir. Bist du da? Ja. Möchtest du das mal dingsen? Ich greif's mal an. Ich meinte das Leuchtende hier. Da ist auch noch ein Hebel. Da ist auch noch was Leuchtendes. Hier ist auch noch mal so eine Wand. Ich sagte hin und her zur Seite. Ah! Geht doch. Wo holen wir denn lang? Wie war denn dein gerade Ausweg da? Okay, also du gehst da lang und ich gehe hier weiter, ja? Ja, wir können das schon hier. Hier zweigt sich das aber auch noch mal ab. Bei mir auch. Okay, oh, ich hab Gegner gefunden. Soll ich kommen?
Ne, krieg ich hin. Okay. Ist noch einer. Nicht, dass gleich der Game Over Screen kommt, ey. Ich hab einen Hebel gefunden. Ich auch. Ich mach den mal. Ich komme ja auch von hier entgegen, wa? Oh, hallo. Fall einfach um jetzt hier. Bist du hier schon durch? Ja, ne? Ich glaube. Ich denke, dann biege ich hier wieder ab. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Leben. Sehr gut. Hi. Hi. Ich laufe hier im Zickzack nur her irgendwie. Hi. Ich bin in eine Richtung gerade ausgelaufen und dann. Da müsstest du mich jetzt finden. Genau. Hi. So, und jetzt würde ich wieder links abbiegen, wenn es gleich kommt. Oh ja, hier ist die Tür aufgegangen. Ach so. Wer hier denn noch hier? Ach, den hast du schon. Wenn es da links ist, hast du schon, glaube ich. Ja. Ciao. Genau so was habe ich erwartet. Genau so? Genau so. Die Frage ist, ist das ein Boss oder ist das ein Zwischenboss? Das ist ein Zwischengedöns. Haben wir davon schon welche besiegt? War das nicht in dem ersten Level auch der eine da? Stimmt, stimmt, stimmt. Aber es leckt gerade irgendwie so ein bisschen und da kommt er so vor. Nee, das ist richtig. Vielleicht ist er gerade irgendwie überfordert mit zu viel Darstellen. Ich meine, die Wii hat auch nur irgendwie einen 486er verbaut. Oh shit. Ich wir kommen uns einen Gegner unter. What? See. Sehr gut. Achso, du hast eigentlich, ich habe das Leben gerade eingesammelt und dann habe ich Schaden bekommen. Ich habe da gerade Leben drin gefunden. Achso, wir sind fertig. Das kannst du kurz eine Pause machen? Können wir gerne. Das war tatsächlich die Bosskiste. Ist in jedem Fall kurzweilig, muss ich sagen. Ja, aber ich finde es eigentlich ganz nett. Hm. So, gleich wieder. Aber gern.